Ja, hallo meine lieben Zuhörer und Abonnenten. Erstmal recht schönen Dank für die Neuen, die dazugekommen sind und für euren super Kommentare. Recht schönen Dank. Mache mir sehr viele Gedanken und das sind ein paar sehr gute dabei, muss ich echt sagen. Ich will jetzt mal hier keine Namen nennen, aber ihr wisst, es sind ein paar lange Kommentare dabei und das finde ich auch gut. Kritische Meinungen nehme ich mir alles hier zu Herzen. Höre auch kritische andere Beiträge bei YouTube, die ich auch euch empfehlen kann. Aber erstmal, damit ich hier weiter so machen kann, brauche ich noch 850 Abonnenten. Deswegen alle, die neu sind, die meinen Kanal oder hier so, was ich hier so sage, aus dem Bauch raus, meine Meinung, mein Empfinden. Ich gucke auch hier öffentlich-rechtliche, Lanz, Maischberger, Nachrichten. Da sind auch gute Sachen dabei. Aber auch hier werden viele Sachen nicht gesagt. Dann schaue ich aber auch hier Internet, lese Zeitungen, lese auch Bücher und meine eigene Meinung und dann auch Gespräche mit meinen Freunden oder hier auf der Arbeit. Da kriege ich ja auch viele Feedback und Gespräche. Und ja, jetzt, wo soll ich mal ansetzen? Entstehung der AfD. Ich gehe mal ein bisschen in die Vergangenheit zurück, weil ich bin ja auch mit meinen 60 Jahren, habe ich ja CDU, SPD. Da gab es ja eigentlich mit der FDP nur diese drei Parteien. Die Grünen haben sich ja auch erst in den 80er Jahren erst gebildet unter der Kelly. Und da waren die ja auch gegen Atomkraft, gegen die NATO. Soweit, ne? Das wissen die Älteren von euch. Ne? Da sind wir ja auch in Bonn an dem Hofgarten demonstrieren gegangen. Die ganzen Ostermärsche und die ganzen gegen Stachban West. Und klar, der ganze Atommüll, Riesenthema. Auch strittig, aber ich will jetzt mal so ein bisschen in die politischen, in den einzelnen Parteien reinblicken und deren Geschichte. Ich glaube, das habe ich auch schon in anderen zwei Videos, wo ich hier diese Deutschlandfahne habe, weil es gibt einen Kernsatz, den ich immer sehr wichtig finde. Der heißt, wer in der Demokratie schläft, wird in einer Diktatur aufwachen. Das geht jetzt, ich spreche jetzt mal hier so in die Richtung der AfD-Wähler und Anhänger und Mitglieder, weil die AfD gibt es ja erst seit 10 Jahren. Die Grünen 20 Jahre oder 30 bald, ne? Und die CDU und SPD waren früher die Volksparteien. Die haben sich gehälftet, aufgeteilt und da sind ja auch gar keine richtigen Politiker nachgerückt. Die letzte, die ich kenne, ist eigentlich für mich die Hannelore Kraft gewesen, die hier in Nordrhein-Westfalen eigentlich eine sehr gute Politik gemacht hat. Die war auch sehr kritisch und sehr forsch. Die hätte der Merkel bestimmt die Kanzlerschaft streitig gemacht. Weil unter Merkel hat die CDU an Vertrauen, Zustimmung gewonnen, Entschuldigung, verloren, weil ihr ja immer mit anderen Parteien da zusammen, die GroKo, und ist alles nach links gerückt. Die CDU ist für mich zu weit links, zu nah an den Grünen dran, keine klare Abgrenzung mehr, auch nicht mehr zu der SPD. Aber da komme ich, glaube ich, später drauf zu, wenn ich ja nicht vergesse. Kann auch gleich sein, dass meine Gefühle, meine Emotionen ein bisschen durchgehen. Verzeiht es mir, aber ja, ich versuche das hier so frei, ehrlich rüberzubringen. Die AfD ist entstanden vor 10 Jahren. Bernd Lucke hat das Thema aufgegriffen damals, raus aus dem Euro. Das war sein Hauptthema und da ist er ja gerade eingeführt worden, der Euro. Da gab es den 10 Jahre und der hatte viele Schwierigkeiten. Die Frage heute, man ist ja im Nachhinein immer schlauer. Das ist ja auch, was ich ja auch ganz schlecht finde, auch jetzt hier mit Russland, die Freundschaft, ne, wie ich schon in anderen Videos gesagt habe, vor 10, 15 Jahren hat sich keiner beschwert über billiges Russlandgas, war Putin der beste Freund, habe ich keine Proteste gesehen. Jetzt hat sich das alles hier ins Anders herumgewandelt durch den Krieg, Vorgeschichte und und. Aber das will ich jetzt nicht hinaus. AfD neben der CDU. Die CDU ist gestolpert
über Helmut Kohl, erstmal mit Theo Weigel, viel zu schnell, viel zu überhastet, Maastrichter Vertrag und viel zu viele Länder vielleicht in die EU, in den Euro rein, in den Euroraum, ich glaube, das war um die 2000, meine ich, rein. Und dann 2008, 9 gab es den Euro und dann hat sich die AfD daraus kristallisiert mit Bernd Lucke raus aus dem Euro, weil das alles hier schief läuft, weil Deutschland das meiste einzahlt und weil Länder in der Eurozone waren, die eigentlich gar nicht da rein durften. Das kam ja alles so, ne? Wie gesagt, im Nachhinein ist man immer schlauer. Aber man hat weitergemacht. Man hat keine Konsequenzen gezogen. Alle haben, ne, warte, bleiben wir mal, damit ich jetzt nicht vom Thema abrücke, weil da gehen wieder tausend Gedanken durch den Kopf. Das ist das Problem bei mir. AfD. Und ist dann, ja, pass auf, genau, dann ist dann, Kohl wurde abgelöst, ist über die Spendenaffäre gefallen, gestolpert, von Gerhard Schröder mit den Grünen. Und das hat denn alles hier in Schieflage versetzt, weil durch Schröder wurde ja Agenda 2010 eingesetzt und Kosovo-Krieg mit den Grünen, mit Joschka Fischer, der mit Eiern beworfen wurde. Da haben sich die Grünen schon ohne Mandat ja, zur Kriegspartei oder mit am Krieg beteiligt, sage ich mal. Ne? Und das Vertrauen in die SPD ist da schon gesunken. Weil Schröder hat ja nachher die Wahl verloren und dann an Angela Merkel, die vorher Umweltministerin war, oder, die ist dann Bundeskanzlerin geworden. Und SPD hatte da keinen guten Politiker, keinen Gegenpart mehr. Außer Hannelore Kraft, meine Meinung. Und Hannelore Kraft hätte, wie ich eben schon gesagt habe, der Angela Merkel vielleicht die Kanzlerschaft sehr streitig machen können, weil die SPD ist ja eigentlich eine starke Volkspartei gewesen und eigentlich immer noch. Aber die großen Parteien, CDU und SPD, haben sich innerhalb von 15, 20 Jahren quasi halbiert. Und da sind erstmal viele nicht wieder rausgekommen, viele Splitterparteien, die Grünen stark, die SPD stark, auch die AfD hat davon profitiert und die AfD hat davon profitiert von dieser Flüchtlingskrise, von dieser Flüchtlingseinwanderung und natürlich Ausstieg aus dem Atomkraft, aber eher weniger. Meistens hier mit der ganzen Einwanderungspolitik, da waren die ja immer, das ist ja deren Hauptthema gewesen. Und jetzt wird die AfD immer stärker. Und so viel ich weiß, haben die CDU-Länder im Osten, waren alles CDU-Länder mit Lothar de Maizière und Bernd Vogel und Bienenkopf, die haben ja damals hier in Sachsen und Sachsen-Anhalt überall eigentlich sehr gut regiert. Dann haben die Leute, hatten die einen Honorarbonus von der Wiedervereinigung. Das hat man Kohl hoch angerechnet. Das war ja auch sein Welt. Ja, da ist er dadurch in die Geschichtsbücher eingegangen. Das hat man durchgesetzt, aber nur mit Hilfe von Russland. Wäre 1998, 90 russische Panzer durch Berlin gerollt, wie 1957. Ne, der Russe musste da schon zustimmen und Russland hat damals geschwächelt unter Gorbatschow mit Glasnost und das ganze Warschauer System ist zusammengebrochen. Und man kann jetzt nicht Russland heute mit dem Warschauer Pakt vergleichen. Da waren ja wirklich Grenze an Grenze. Ja? Und dann hat man ja früher gesagt, DDR und Deutschland sollte neutral werden. Da hat man gesagt, nein, machen wir nicht. Wir machen diese 2 plus 4 mit Genscher und Baker, 2 plus 4 Verhandlungen, dass Deutschland in die NATO kommt, mit der DDR zusammen, aber keine weitere NATO-Osterweiterung. Das hat man mündlich versprochen. Danach gab es ja andere Verträge mit Putin. Ja, aber das führt jetzt zu weit. Aber da gab es die AfD, ja, nee, ich springe jetzt ein bisschen geschichtlich, tut mir leid. Müssen wir mir verzeihen, aber die Älteren können, glaube ich, noch ein bisschen folgen, hoffe ich. Weil da gab es ja nur die D-Mark. Die Ostbürger haben ja D-Mark bekommen, 100 D-Mark irgendwie im Austausch. Ne? Da haben die ja sehr von profitiert, war auch gut so, aber das musste ja alles aufgebaut werden. Und danach kam ja erst der Euro. Ne? Und dadurch, und dann 10 Jahre weiter, da sind wir, glaube ich,
2010, ne? Da gab es dann schon 8 Jahre den Euro. Und dann hat sich die AfD als Protestpartei gebildet. Aber die hatten ja nur so 4, 5, 6%, die waren ja noch gar nicht irgendwie vertreten. Sind dann aber 2015 bei dieser Flüchtlingskrise, was hätte man denn machen sollen? Hätte man die Leute an der Grenze erschießen sollen? Oder an der Grenze, sagte gestern der de Maizière, der war ja da Innenminister. Was hätten wir machen sollen? Und da gebe ich dem Herrn de Maizière recht. Wir hätten die ja nicht alle nach Hause schicken können. Die mussten reinkommen. Und dann hat man erst gesehen, Köln, Silvester, Düsseldorf, dass das nur Männer waren, welche Probleme das eventuell aufkommen könnte. Aber man hat weitergemacht, weitere Flüchtlinge reingeholt, versuchen zu integrieren. Man konnte die nicht abschieben. Die wurden immer mehr kriminell und heute sind wir ja Messerstecher, Vergewaltiger, Gruppenvergewaltigungen und wir schieben ja keinen ab aus Deutschland. Wegen der GroKo-Politik, dazwischen war noch Corona, aber jetzt müsste man ja eigentlich, ich müsste die Faeser, die Grünen, die wollen ja noch mehr ins Land holen. Die wollen noch mehr Fachkräfteeinwanderungsgesetz, das heißt noch mehr rein, obwohl die meisten deutschen Bürger das vielleicht gar nicht wollen. Und dazu müsste eigentlich eine Volksbefragung kommen, was ja im AfD-Parteiprogramm drinsteht. AfD ist für eine Volksbefragung zu wichtigen Themen, finde ich persönlich, das ist meine Meinung, eigentlich sehr gut. Das ist auch umsetzbar. Bürokratie hin oder her oder mit Handy und mit Briefwahl kann man sowas machen. Siehe in der Schweiz eine direkte Demokratie. Da werden vielleicht die meisten Deutschen nicht mitgehen, weil die sagen, wir sind nicht die Schweiz, wir sind Deutschland. Das hat immer noch gut gegangen, aber es geht nicht mehr gut. Wir sind momentan an so einem Wendepunkt angekommen, an so einem Kipppunkt, wo wir nicht mehr Leute aufnehmen können. Wir müssen die Leute, die hier sind, auch die ganzen Ukrainer, die wir hier haben, die müssen wir ja alle versorgen, integrieren. Wir brauchen die Arbeitsplätze, Fachkräfte. Alles okay, alles geschenkt, aber nicht noch mehr. Das heißt also, die Deutschen müssen eigentlich die Grenzen erstmal schließen und dann, was jetzt schon die CDU auf dem Schirm hat mit dem Herrn Frei, oder jetzt kommt ja das Asylrecht mit dem Grundgesetz komplett ändern. Und das hat Lothar de Maizière, das ist ja, weiß er, der Innenminister. Der Sohn, heißt er, keine Ahnung, wie heißt er, mit Vornamen. Komm nicht drauf, der war gestern bei Lanz. Mache hier Link zu, könnt ihr euch anschauen. Sehr gut, eigentlich, Interview. Der wohnt ja in Sachsen, ist hier in Bonn geboren, nach Sachsen gegangen. Und die Julia C. auch in Bonn geboren und wohnt, glaube ich, auch da in Brandenburg. Hochinteressant. Die sind also hautnah dabei und den meisten im Osten geht es ja gut. Gibt vielleicht noch ein paar Abgehängte, aber die haben ja meistens ihr eigenes Haus, alles abbezahlt und die haben ja von der Wiedervereinigung, die meisten haben davon profitiert. Ne? Und war auch gut so, alles okay. Aber jetzt brauchen wir nicht noch mehr Probleme. Wir müssen erstmal gucken, dass wir unsere eigenen Kinder gut ausbilden. Und jetzt mit der AfD ist in dieser Zeit immer stärker geworden. Die hat also jetzt hier nicht mehr Euro, da vielleicht auch noch raus, weiß ich gar nicht. Ich glaube schon. Aber das Hauptthema ist Flüchtlinge, nicht weiter Einwanderung in diese Sozialsysteme, was den deutschen Steuerzahler natürlich ja auch Geld kostet. Das sind ja Steuergelder, die wir aufwenden müssen, um Gebäude, Versorgung, die bekommen Gelder, das höchste, glaube ich, in Europa. Wir zahlen denen jeder 400 Euro in bar. Jeder, die kommen. Eine Person, das müsste man sich mal hochrechnen, das sind 22 Milliarden Euro im Jahr, eine Riesensumme. Da muss was passieren, aber die CDU merkt das mittlerweile auch. Und jetzt komme ich mal zu einem Vorschlag. Das geht jetzt an alle CDU-Anhänger, Mitglieder, die das hören und AfD-Leute. Ja, erstmal passen die beiden Parteien zusammen. Die CDU distanziert sich ja davon, aber weil die AfD würde nicht mehr, die AfD wird bleiben. Die AfD ist ein fester Bestandteil des Bundestages und in Deutschland. Die werden wir nicht mehr weggehen und wir müssen auch mit der AfD, müssen die CDU, die anderen Parteien auch mitreden. Die Grünen, die FDP vielleicht nicht oder die Kleinen, geht vielleicht nicht. Ne? Die Linken werden rausfallen. Die haben die in den Osten hängen lassen, außer noch hier in Thüringen, aber das ist eine Frage der Zeit, wann die Leute halt auch merken. Wir werden mal sehen in den nächsten Wahlen. Aber jetzt komme ich mal zum Vorschlag. Hans-Georg Maaßen, wäre er für die CDU der richtige Vorsitzende
und eventuell der richtige neue Bundeskanzler. Jetzt spinne ich mal so ein bisschen rum. Wie seht ihr das? Weil Hans-Georg Maaßen ist für mich hochgebildet, ist Rechtsanwalt, ist Professor oder Doktor, also hochgebildet. Und der ist ja unter Merkel auch irgendwie aus dem Verfassungsschutz raus, war ja da hoher Beamter, Vorsitzender oder Präsident, ja, rausgeschubst. Oder ja, der musste, der wurde gekündigt. Weil der irgendwie kritisch da irgendwie sich da in wo war das? Ja. Chemnitz. War da irgendwas, ne? Da ist der darüber gestolpert, weil das nicht konform war mit der Frau Merkel und weil die sich ja verstritten haben. Mit dem Innenminister, ja, Seehofer, glaube ich, ne? Ja, aber er ist jetzt Vorsitzender der Werteunion. Und er tritt ja immer bei Peter Weber auf. Immer klasse. Da bekommt die AfD auch eine Stimme. AfD sitzen auch sehr hochgebildete Leute und gute Ansichten und die decken auch die ganzen Fehler bei den Grünen, SPD so halt auf. Und man muss vieles hier in Deutschland ändern. Nochmal, wer in der Demokratie schläft oder meint, ja, läuft ja alles gut, nee, wir brauchen nichts zu machen, es hat noch immer gut gegangen. Es geht nicht gut, wir schlittern so nach und nach ganz langsam in eine Klimadiktatur, grüne Bevormundung, in so eine Diktatur rutschen wir rein. Kontrolle, Überwachung und, und. Ja, jetzt die Frage: CDU, AfD, passt das? Sind da Überschneidungen da? Und bei der AfD muss ich habe da Parteiprogramm gelesen, überwiegend, und also sehr gut gehe ich mit direkte Demokratie wie in der Schweiz. Zu wichtigen Themen muss man das Volk befragen, weil die Macht geht vom Volke aus, weil die Gesetze betreffen ja nachher das Volk. Wir müssen das ja nachher alles ausbaden, bezahlen. Sie, das Heizungsgesetz betrifft fast jeden Bürger, sowohl Mieter als auch Eigentümer. Und das wird viele in die Armut, noch geht die Schere noch weiter auseinander zu den ganzen anderen Ernährungsvorschlägen, Preissteigerungen. Nochmal im letzten Video habe ich gesagt, wo bleibt die CO2-Prämie, Herr Lindner? Wacht mal bis heute drauf, jeder Haushalt müsste 3.000 Euro bekommen. Ja? Weil wir bezahlen das ja. Wir bezahlen den Krieg mit, wir bezahlen diese CO2-Bepreisung und die soll ja nächstes Jahr noch teurer werden. Und wenn die Bürger nicht friedlich auf die Straße gehen, wie bei der Wiedervereinigung, nicht in so kleinen Häufchen, da brauchen wir 2, 3, 4 Millionen. Das wird vielleicht dann jetzt kommen, wenn wir alle aus dem Urlaub wiederkommen. Und das Heizungsgesetz wird uns präsentiert, was das kostet. Das betrifft ja jeden. Nochmal, Mieter. Die Mieten werden teurer. Dann die Eigentümer müssen alles renovieren, machen, tun, kommen die an ihre Grenzen. Das könnte schon so ein Kipppunkt werden. Jetzt hat aber die CDU das auf dem Schirm. Wir brauchen vielleicht eine Obergrenze. Wir können nicht alle aufnehmen. Wir müssen Kontingente schaffen, wie das ja schon mal war. Wir hatten ja gesagt, 200.000 ist Schluss. Dann kam dann die Frage, was ist denn bei dem 201. Wer zählt das? Müssen wir die zurückschicken? Ja, eigentlich ja. Wir können nicht mehr aufnehmen, als wir hier vertragen können. Und das zahlen ja, das merken die Leute vor Ort, wo diese Flüchtlingsheime hingesetzt werden oder Schulen, alte Gebäude, Hotels umgebaut werden für Flüchtlinge und für ja, Ukrainer, die sind ja meistens an Berlin, aber die Hälfte geht gleich zurück. Und wir brauchen da unbedingt einen Frieden. Die Leute, die kommen, die bleiben ja hier. Warum sollen die zurückgehen? Hier, Deutschland ist da viel attraktiver als in der Ukraine, auch ohne Krieg. Ne? Vielleicht ein paar, die das gut finden, da gerne leben, aber hier ist doch ein viel besseres Leben, hier ist doch alles ganz, hier ist Deutschland, hier hat man Freiheiten und Ukraine, das war da auch eine Oligarchie und da gab es da auch keine Oppositionsparteien. Machen wir es, sondern das ist ja, ne, das alte System. Und ja, aber was ich sagen wollte, ne, die SPD und die CDU, die haben sich teil halbiert. Und daraus ist die AfD immer stärker geworden. Und sitzen jetzt schon im Bundestag und sitzen fast in jedem Landtag. Und wenn die CDU sagt, die Grünen sind jetzt unsere neuen Feinde, dann passt das ja auch nicht zusammen. Weil die regieren in Nordrhein-Westfalen mit den Grünen, in Baden-Württemberg, was immer eigentlich CDU-Land war, ist der Herr Kretschmann schon das zweite Mal, schon seit 8 Jahren, ist er da Ministerpräsident Grüner. Da regieren die Grünen in Baden-Württemberg, was immer CDU war.
Dann oben hier, Herr Günther, Schleswig-Holstein, auch mit den Grünen. Und wo die überall mit, hier Bremen, ne? Überall, wo man schaut, ich weiß gar nicht, in Niedersachsen auch die Grünen SPD, ich glaube ja, bin mir nicht da sicher, müsste ich mal hier aufschreiben. Aber überwiegend, sage ich mal jetzt, im Osten von Deutschland, die neuen Bundesländer, da war ja früher immer die CDU. Ne? Und die Linken sind danach auch ein bisschen stärker geworden mit Wagenknecht, mit Gysi, aber SED, PDS. Da ist noch der Rest ist noch Herr Ramelow in Thüringen. Aber wenn diese Bastion fällt, fallen die Linken, fallen dann völlig raus. Aus dem Bundestag, aus dem Landtag und die werden immer weiter an Zustimmung verlieren. Ja? Also jetzt nochmal, wäre es für Deutschland gut, wenn die CDU müsste, ja, die SPD müsste eigentlich viel mehr für die Arbeiter, für die Angestellten machen. Doch nicht immer hier die ganzen, nicht noch mehr Geld in die Ukraine. 17 Milliarden Euro, habe ich gerade gelesen, will der Herr Scholz an neuen Waffen der Ukraine geben. Immer mehr Steuergelder gehen jetzt in den Krieg. Und keiner, Deutschland tritt nicht als Friedensverhandler auf, weil wir das nicht wollen. Oder wie lange soll der Krieg noch gehen? Noch 10 Jahre? Da profitiert doch einer von. Bis wir keine Soldaten mehr haben. Russland kann immer weiter neue Munition, kriegt die aus China, aus Indien, Iran, bekommen die ihre Munition, die können schnell nachrüsten. Und wir müssen dann immer weiter mehr Waffen, Flugzeuge in die Ukraine auf deutsche Steuergelder und das bezahlen wir, habe ich ja in einem Video auch schon gesagt. Aber jetzt komme ich nochmal zurück. Wäre Hans-Georg Maaßen auch für die AfD akzeptierbar als neuer CDU-Vorsitzender? Machen wir erstmal, ne? Kämen die AfD, die ganzen, die von der CDU zu der AfD gewechselt sind, würde dann die AfD dann auch wieder zurückgehen, zusammengehen, weil die AfD kommt ja aus der CDU, überwiegend. Ne, Gauland, der Herr Gauland war ja früher in der CDU drin und da sind ja viele rübergegangen, weil man den rechten Flügel unter, glaube ich, unter Bosbach auch schon, der ja auch mit Merkels Politik auch schon richtige Probleme hatte. Ja, und dadurch ist die AfD ja immer stärker geworden und die hat sich ja auch immer nur auf die Flüchtlingspolitik, aber jetzt hier das Parteiprogramm, sehr gut gehe ich, könnte auch teilweise von der CDU sein, ne? In manchen Themen. Nur ein Punkt habe ich bei der AfD zu anmeckern. Wie wollt ihr das alles finanzieren, wenn ihr keine Steuererhöhung machen wollt? Das ist für mich das große Fragezeichen, wo ich vielleicht meine Antwort, vielleicht hört ja so ein AfD-Abgeordneter oder der nah an der Partei dran ist, ich bin ja hier parteilos, war mal in der SPD drin, früher in der CDU, aber das ist schon 30, 40 Jahre her. Jetzt bin ich eigentlich mit keiner Partei mehr koscher, gehe aber wählen und wähle dann mal ja quer durch, wie mir das Wagenknecht mal gut argumentiert, aber man sollte wählen gehen. Das ist die einzige Chance, wo das Volk ja die Möglichkeit hat, die Probleme, ne? Aber in einem Kommentar, in einer E-Mail habe ich gelesen, wo ich ihr vollkommen recht gebe, man kann wählen, was man will, die Altparteien, es ändert sich nichts. Habe ich, glaube ich, auch schon mal gesagt. Wenn CDU mit SPD regiert, ändert sich nicht viel für den kleinen Mann. Das bleibt alles, wird nur Politik für die Reicheren gemacht. Muss ich, glaube ich, nochmal ein neues Video zu machen, finde ich nicht. Wer wählt eigentlich wen? Also nochmal, die Abgehängten, die in kaputten Wohnungen und Häusern mit Schimmel, die gehen nicht mehr wählen. Die Abgehängten sieht man nicht, die Obdachlosen gehen schon mal gar nicht wählen. Die Jugend geht, glaube ich, auch schon nicht mehr richtig wählen. Viele Jugendliche, mit denen kann man mit Politik und Geschichte und Hintergründen gar nicht mehr diskutieren. Wir haben die überhaupt nur noch TikTok und hast nicht gesehen. Ja, also die Wahlbeteiligung ist ja hier in Deutschland nur bei 60%. Wenn es hochkommt, vielleicht 65. Das heißt also, 35% gehen gar nicht mehr wählen. Und vielleicht Tendenz steigen in manchen Orten. Da ist die Frage, muss man den Bürger wieder mit ins Boot holen? Und da bin ich bei der AfD. Finde ich gut, wie in der Schweiz, eine direkte Demokratie zu wichtigen Fragen, Volksbefragung machen, also nicht Petitionen, sondern Volksbefragung machen und daran hat sich die Regierung zu halten, wenn dafür oder dagegen ist. So, und dann, was bei der AfD auch ganz toll finde, wenn man das bestrafen würde, wenn Politiker zu viel Steuergelder ausgeben.
Was muss ein Cem Özdemir oder Habeck in Brasilien rumfahren und spielen da Cowboy-Indianer? Jetzt fliegt der Habeck nach Indien, irgendwelche Wirtschaftsinteressen für Indien ausarbeiten. Das hat es unter Kohl und unter Schmidt, unter Schröder, glaube ich, auch nicht gegeben. Da sind nur die Leute gereist, Außenminister und der Bundeskanzler dann mit. Aber doch nicht die kleinen Minister wie Finanzminister Lindner in Afrika und sucht da nach Fachkräften. Hubertus Heil irgendwo auch in Philippinen unterwegs. Auf Kosten des Steuerzahlers. Das geht alles auf Kosten des Steuerzahlers. Und da muss ein Riegel vorgeschoben werden. Das muss eigentlich bestraft werden, dass diese Gelder gedeckelt sind. Und kontrolliert wird, da sind früher manche Minister mit der Dienstwagenaffäre oder wie die Lambrecht ist darüber gestolpert oder die Süßmuth, wenn die zu viel privat geflogen ist, sind. Ne? Da sind die darüber gestolpert, wenn die auf Kosten des Steuerzahlers irgendwo durch die Weltgeschichte fliegen. Das muss gedeckelt werden und das steht bei der AfD im Parteiprogramm. Dass solche Sachen, wie auch jetzt bei Habeck, wenn neue hohe Beamtenposten zusätzlich, glaube ich, 1000 neue Beamtenplätze, hochdotiert, hochbezahlt, neu geschaffen werden, Vetternwirtschaft ohnegleichen, das hat die Beatrice von Storch ganz klar im Bundestag auf den Punkt gebracht. Oder Kanzleramt, größer als das Weiße Haus, brauchen wir nicht. Erstmal muss oben gespart werden. Der Fisch stinkt vom Kopfe her. Und der Kopf für mich ist die Bundesregierung. Die müssen mit besten Beispielen vorangehen, dass die auf Diäten und Sonderzahlungen, 3000 Euro jetzt Inflationsausgleich, verzichten, weil die verdienen schon genug. Meine Meinung. Die verdienen genug, da müssen die erstmal ansparen und das Geld zusammenhalten und den unteren von oben nach unten verteilen. Eine ganz klare Ansage. Und da müsst ihr hören, im Internet Carsten Stahl, dann der Herr, wer heißt der, Jahn, sehr, sehr gut, dann Oliver Rehde, top, dann, wie heißt der, ja, Darius auch gut, höre ich auch manchmal, dann, ja, mit Finanzen, hier Dominik Kettner, Ernst Wolf, dann Daniel Ganser, dann Gante Föhr. Der ist mit dem Klima, man müsste mal reingehen, der ist Physiker und der erklärt ganz andere Dinge. Dem graut's davor vor diesen ganzen Klimaverboten. Wir können das nicht mehr ändern. Wir müssen uns anpassen, wir können uns dem Klima nicht unterordnen. Wir werden, selbst wenn wir alle mit dem Fahrrad fahren, nichts elektrisch, zu Fuß und mit dem Fahrrad fahren, werden wir das Klima nicht mehr ändern. Höchstens noch verlangsamen, aber nicht mehr ändern. Da reicht jetzt ein Vulkanausbruch oder irgendwie was, dann ist das eh vorbei. Die Erde hat sich vor 150.000 Jahren oder 10.000 Jahren immer klimamäßig verändert. Nochmal, und noch ein wichtiger Satz. Die Natur, die Erde, hat die Menschen nicht nötig. Aber wir Menschen haben die Natur nötig. Da gehe ich natürlich mit. Wir müssen die Natur, Tiere achten, nicht so in Maße und Tierquälerei und sowas. Naturausbau, sofort erstmal stoppen, Brasilien, die Waldverbrennung. Was brauchen wir hier? Palmöl? Vielleicht muss man wirklich unsere Dinge, wir sind ja auch eine richtige Wegwerfgesellschaft geworden. Da müssen wir vielleicht auch mal zurück, dass man jetzt Sachen, das kennen die Leute auch im Osten, gute Produkte bauen, die auch 30 Jahre halten. Ist ja gar nicht mehr gewollt. Nach 7 Jahren, nach 4 Jahren geht Handy kaputt, Toaster kaputt, alles Plastikteile, alles Billigteile. Da müsste man vielleicht mal wieder zurück auf gute Produktion, nicht zu viel produzieren. Viele Produkte stehen auf Halde, werden verschrottet, werden vernichtet, ist doch alles der Umwelt zu lasten. Guck mal, wie viele Elektroautos jetzt gebaut werden, die überhaupt nicht gekauft werden, weil die zu teuer sind. VW macht deswegen vielleicht Pleite. Und seltene Erden, wir können nicht alle elektrisch fahren, das geht auch nicht. Und Indien, die ganze Weltbevölkerung, können keine elektrischen Autos fahren, das würde überhaupt nicht gehen, wird auch das Klima nicht retten. Also, ihr seht, aber ich komme nochmal zurück. Nochmal die Frage für Kommentar. Mache ich gleich wieder die Deutschlandflagge dran. Ich hoffe, das wird nicht hier gesperrt, das Video. Wäre Hans-Georg Maaßen der richtige Vorsitzende für die CDU? Käme die AfD damit klar? Die Wähler? Würden die wechseln? Oder wie sieht die AfD bleibt? AfD wird nicht über 50% kommen. Die wird nicht regieren. Vielleicht mit der CDU zusammen. Da muss sich die CDU aber noch stark verändern oder die AfD müsste sich auch noch mal komplett irgendwie neu reformieren. Aber die AfD bleibt.
Und wenn sich nichts ändert, wenn da alles gegen die AfD, dann haben wir die Altparteien gegen die AfD und irgendwann wird die AfD über 50% kommen. Dann ist das halt so. Dann haben wir eine Partei. Dann können die alles durchsetzen. Dann ist das wie so eine kleine, ja, Diktatur. Die diktieren dann, bestimmen dann, machen Gesetze und ja, wäre zu überlegen, ist das gut, ist das schlecht? Gibt es in Europa, glaube ich, gar nicht, wo eine Partei alleine regiert, kann ich mich nicht daran erinnern. Selbst in Italien nicht. Oder, also wisst ihr, also wir haben immer zwei Parteien in der Regierung, die sich ja noch absprechen müssen, damit nicht eine Partei alles alleine bestimmt. Der Deutsche wählt immer das kleinere Übel. Das ist geschichtlich so, das wird auch so bleiben, denke ich mal, dass die AfD nach mit den CDU zusammen. Ich weiß es nicht. Grünen kann ich mir nicht vorstellen. SPD vielleicht. Keine Ahnung, ob da Überschneidungen gibt. Also da wird sich einiges tun hier in Deutschland. Und na gut, 30 Minuten sind um. Ich hoffe, ich konnte euch mal was sagen. Neues mitteilen. Nochmal danke für neuen Abos und eure Kommentare. Ich versuche die alle zu beantworten, aber wie gesagt, ich muss auch noch ein bisschen hier arbeiten im Pflegebereich. Es sei denn, ich komme hier über 1000 Abonnenten oder wie so ein Olli redet oder hier Alexander Raue, die leben ja alle von YouTube. Da machen wir uns ja nichts vor. Die haben ja richtig Werbeeinnahmen und die haben im Monat 1000 Euro am Tag verdienen die teilweise. Ne? 1000 Euro am Tag. Oder 500 Euro am Tag. Dann kann ich natürlich jedes Mal drei, vier Videos hochladen. Aber schaut euch die trotzdem an. Ich gönne denen das ja. Die machen ja auch Arbeit. Das ist ja freier Markt. Ist ja nicht verboten. Kann man ja machen. Ja. Teilt das Video. Abonnenten bitte weiter hoch. Mal gucken. Ja, manche wollen ja gar keine Werbung. Weil ich finde es ja immer schlecht, wenn man so einen Film guckt und dann kommt immer diese Werbung dazwischen. Aber damit verdienen die YouTuber, die sind ja damit selbstständig, sind ja Selbstständige, müssen einen Gewerbeschein haben. Und dann sind ja deren Einnahmen. Und wer erfolgreich ist, wer fleißig, wer gute Videos macht, warum nicht? Warum nicht? Ja, also ich gönne denen das. Also schaut, Oliver redet, auf jeden Fall. Oliver investiert. Dann Carsten Stahl, top. Dann auch hier Gerhard Groß, FPÖ, mega. Gucke ich auch gerne. Sehr gute Berichterstattung aus Österreich. Ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen. Versteht man ja. Oder hier, wie heißt der Köppel? Roger Köppel, auch sehr gut aus der Schweiz, kann ich auch nur empfehlen. Hier Weltwoche, sehr gut. Und ja, die Gante für. Auch klasse, sehr gut, muss man so ein bisschen, der macht auch gute Vorträge. Dann Ernst Wolf, Karl Otte, Max Otte, Florian Homm, Dominik Kettner für Wertpapiere, irgendwelche Anlagen und Sachen. Dann der Kolja Aktien im Kopf, klasse, der macht so freie Videos, top, aus Mallorca. Hallo Kolja, also tolle Videos, kann ich nur empfehlen. Das sind dann so kritische Meinungen, ne? Oder die andere Sicht. Kritische Meinungen, schaut euch die an. Kann ich ja mal verlinken zu die einzelnen Seiten, wenn ihr wollt. Ja, warum nicht? Verlinke ich euch die mal alle, die mir so einfallen, wo ich hier so meine. Und wo. Ja, jetzt muss ich das Video beenden, weil mein Handy ist wieder voll. Ich komme da auch nicht klar mit der Technik. Also, wie gesagt, teilt das Video. Danke für euer Zuhören. Und ich hoffe, ich konnte euch noch mal so ein bisschen was sagen. Wie die AfD stärker geworden ist. Und ja, dann sage ich bis zum nächsten Video.